Weiter geht's mit den Missionen und jetzt hören wir uns an das Angebot der Ratte. Mal gucken, was sie für ein Angebot macht. Kein gutes bestimmt. Zweiter Akt, das Königreich erhebt sich. Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein, aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. In der Zwischenzeit. Wir haben ihn nicht angegriffen. Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Er hat uns angegriffen. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Woolsack die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Longarm drein wie begossene Pudel. Das Angebot der Ratte. Mal gucken. Depüs ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle. Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. It's a trap. Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Longarm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Lord Woolsack wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meinen besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. Danke, wenigstens ein Ehrenmann. Errichtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs de Puys. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Das werden sie wahrscheinlich nicht, weil man kennt ja de Puys. Und wenn die Schlange noch mithilft, dann naja. Herzog de Puys wünscht ein Treffen mit euch. Oh, es ist eine Falle. It's a trap. Ja, er hat immer recht. Zieht euch zurück, Leute. Sie sind auch so dumm, ey. Da freut er sich, der de Puys da oben. Eine Falle. Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzog de Puys vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Ja, mach mal. Wir hören auf dich, Marschall. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Es vergeht jetzt noch keine Zeit. Also, Planung ist immer ganz wichtig. Also, wir haben hier Holz. Ein Bären ist da. Ein Bär greift die Siedlung an, ja. Holz ist auch links und oben. Naja, da mach ich mal. Wir könnten uns hier ein bisschen einbunkern, theoretisch. Aber ich bin eher nicht so der Bunkerer. Der offensiver Natur. Ich glaube, hier die Mission war mit allen Nahrungsmitteln. Müsste. Also. Baue ich den Kornspeicher nahe am Bergfried. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Mal gucken, ob das ein Fehler ist. Ja, ach so, der gut, okay. Eins, zweimal Holz hier. Brauchen ordentlich Holz, würde ich sagen. Ah, scheiße. Da kann ich nicht bauen. So. Die Waffenkammer ist voll, my lord. Ja, das passiert. Ein Jochen reicht ja, würde ich sagen. Auf jeden Fall will ich frühzeitig mit der Nahrungsproduktion beginnen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Ja, passiert. Wir brauchen gleich mal ordentlich Bevölkerung. Es wird eine lange Mission, denke ich mal. Ja. Und wir sollten mal auch. Ja, wir beginnen erstmal mit der Produktion von Nahrungsmitteln.
Scheiße, wo baue ich eine Produktionsstätte hin? Ein Bär greift die Siedlung an. Bin zur Stelle. Eure Befehle? So, für den Bären haben wir schon mal was. Ja. Ein Bär greift die Siedlung an. Ja, passiert. So, ich mach das hier so. Hat alles seinen Plan. Holzzelle hätte okay. Scheiße, Mist, warte mal, dann müsste ich sie nochmal abreißen, sorry. Mies gebaut. Ja gut, der Steinwall sieht gut aus. Nein. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, gut, dass du das sagst, weil ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Scheiße, Alter. Das ist das Problem, wenn man... Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Wenn man sich zu sehr auf eine Sache konzentriert, dann klappt meistens irgendwas nicht. Oh, wir brauchen Nahrung, Mann! Nahrung! Holz! Holzproduktion geht viel zu langsam vonstatten. Ich hätte doch mehr Holzzeller bauen müssen. Naja, passiert. Eure Beliebtheit sinkt. Ich weiß. Brauch mehr Bäcker, Leute. Ja, die greifen den Bären an. Ja, ein Bär greift die Siedlung an. Ich finde das immer so schön, wie er das sagt. So richtig. Mit Elan in der Stimme. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, passiert. Mit Brotproduktion können wir uns übers Wasser halten. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Na, ich hoffe, die vier Bäcker reichen. Der Speicher ist leer, Sire. Oh Leute, beeilt euch mal mit Brote backen! Ein Bär greift die Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Okay, wir sollten jetzt unsere Nahrung sichergestellt haben. Jetzt müssen wir aufs Finanzielle erstmal ein bisschen achten. Leute zur Burg. Ja, ist das schön. Ja. Stein ist knapp. Vorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, frisst doch Stein, Alter, wenn wir davon so viel haben. Oh, gleich kommt eine fette Brotlieferung. Brot ist immer gut. Geilmacher, wir brauchen mehr Holz, Leute. Das ist das Problem. Der Bär zerstört meinen Holzfäller. Das ist jetzt gut. Oh, der ist jetzt ein richtiger Urwald hier schon. Das brauchen wir einfach. Weil ich habe jetzt die Angst, dass sie es nicht schaffen, wenn die Ratte kommt. Rücken aus. Bin zur Stelle. Ja. Na komm. Sind auf dem Weg. Ach Leute, das reicht doch vorne und hinten nicht, ey. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Jetzt müssen wir erstmal unsere Beliebtheit wieder ein bisschen erhöhen. So, aber Grundspeicher ist groß genug, denke ich mal. Ein Bär greift die Siedlung an. Wo kommt
Bogenschützen bereit. In Bewegung. Leute. Eure Beliebtheit steigt. Beeilt euch mal. Der Bär. Unser Holz. Wo kommen die ganzen Bären her, Alter? Haben die sich vermehrt? Ich will die nicht. Ich mag die nicht. Einfach weg mit denen. Quetscht da mal noch eins hin. Wir benötigen Holz. Ich sag mal, das wird eine Vielbogen-Mission. Klatsch ich da noch ein paar hin. So, dann können wir den Zinnwall bauen. Reicht noch nicht, okay. Kein Problem. Oh ja, das Holz kommt drin. Eine Botschaft der Ratte. Oh, wir ziehen uns also zurück. Das wird euch jetzt auch nichts mehr nützen. Rücken aus. Mein Herr, sind auf dem Weg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Warte mal. Unsere Lebensmittelvorräte stetig, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Die Truppen der Ratte greifen an. Ja, passiert. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Bewegung. Ey Leute, wir brauchen wieder Geld. Wie viel kommen? Bin zur Stelle. 15? Ach du Scheiße. So doch nicht. Also die verteilen sich. Warum stellt ihr euch da so dumm hin, ey? Wir benötigen Gold. Okay, die Produktion ist jetzt ein bisschen erhöht worden, das ist gut. Geht uns an Gold eher. Die Nahrungsmittel sollten jetzt auch gesichert sein erstmal. Nahrungsmittel sind halt immer wichtig. Mein Bogen ist euer. Unsere Kühe werden von einer eigenartigen Krankheit dahingestreckt, my Lord. Ja, passiert. Hauptsache nicht meine Steuergelder, Eintreiber. Eure Beliebtheit sinkt. Passiert. Wir brauchen das Geld. Entlegene Dörfer, ey Bruder. Chill doch mal. Boah, Alter. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Zieht sie zurück, ja? Gut. Ja. Eure Befehle? Jetzt gehen wir lieber Richtung. Ja, da. Die Truppen der Ratte greifen an. Das wird jetzt häufiger vor. Uhuhuhu. Schwierig. Bin zur Stelle, bin zur Stelle. Wieso seid ihr alle so langsam bei. Oh. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Ey, es gibt mal doppelte Nahrungsmittel, Leute. Die Leute verlassen die Burg. Nee, macht nicht. Es gibt mehr Essen. Wir haben Essen, gut Essen. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt gehen die da lang. Leute, die sind in der Burg. Restverteidigung muss passen. Gut passt.
gezwungen. Ja, der Püß hat keine Chance. Boah, Alter, so viel Bogenschützen, ey. Bin zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Sind auf dem Weg. Mein Bogen ist euer. Einer ist mal so zur Restabsicherung, lass ich hier mal da. Ja, er hat leider mein Holz ein bisschen destroyed, aber kein Problem. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Ja, passiert. So, das reicht dann, glaube ich, auch erstmal. Wie das Holz da einfach immer weniger wird. Stimmt, ich habe ja ein paar Holze da draußen verloren. Die müssen wir noch ein bisschen ersetzen, würde ich sagen. Wir benötigen mehr Holz. Komm mal doch. Die Truppen der Ratte greifen an. Das ist ein bisschen zeitig, Leute. Es werden Waffen benötigt, Sire. In Bewegung. Rücken aus. Leute. Jetzt wird er immer mächtiger, ey. Die Leiterleute haben keine Chance. Oh, ist das schön, immer zuzusehen, wie seine Truppen abgeschlachtet werden. Ah, nee, mehr brauchen wir nicht. Weil wir haben ja schon viel Weizen mittlerweile. Da wir ein bisschen mehr Beliebtheit brauchen, wegen unterschiedlichen Nahrungsmitteln, habe ich mal noch ein bisschen was hingebaut. Ein bisschen komisch, mein Lord. Ja, weil sie eine Kuh ist. Die macht nämlich Mu. Ist keine Frau, die du ja so, ne? Also. Macht mal schön mit eurem Brot weiter. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin. Euer Gnaden fließt in die Schatzkammer. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden. Eine Botschaft fließt in die Schatzkammer. Ihr habt euch mit dem mächtigen Bepös angelegt. Und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Ja, ja, ja. Eure Befehle sind auf dem Weg. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Die Ratte hat keine großen Truppen. Die hat schlechte Truppen. Zur Stelle. Ja. Bogenschützen bereit. Ich meine, die Verteidigung sieht nicht schlecht aus. Die Truppen der Ratte greifen an. Hm? Ja doch, das ist ein bisschen gewaltig, aber kein Problem. Es werden Rekruten benötigt sein. Doch, ihr könnt auch mal 7. In Bewegung. Ja, wir werden noch ein paar produzieren, falls sie doch durchkommen sollten. Die werden dort jetzt schon abgeballert, ey. Hört auf mit euren Katapulten. Ja, die Ratte hatte einfach Pech, weil sie schlechte Truppen hat. Kann sie nichts machen. Kommt nicht durch. Zu stark gebaut. Warum schickst du nicht alle deine Bogenschützen? Hättest du eine Chance? Nee, alle erstmal schön einzeln schicken. Und ohne Katapulte hast du eh keine Chance. Gepüß. Was soll das? Schnell, die Leitern stehen gerade. Hm, jetzt doch nicht mehr. Eieiei. Thank you.
Boah, ey, die Soundkulisse hier. Eure Befehle? Wir haben den feindlichen Wow, jetzt ziehst du dich zurück. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Und es passiert wieder und wieder und wieder und immer wieder. Sieg. Es ist schon wieder geschehen. Unglaublich, ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Oh, zurückreiten? Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, ehrenwerter Freund. Bis bald. Tja. Er ist aber kein guter Freund, Ratte. Das müsstest du mittlerweile mal wissen. Ende der Belagerung. Aber damit geht's beim nächsten Mal weiter. Ja. Beim nächsten Mal geht's weiter. Das Ende der Belagerung. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao.